Eine Menge Leute haben noch ein paar wunderschöne Schätze in ihren Schränken oder im Keller liegen. Ein paar schöne alte Notebooks aus den Anfang der 2000er Jahren, wie zum Beispiel dieser alte HP Compaq oder was auch sehr beliebt war damals, IBM ThinkPad, gerade hier der T42 oder so wie ich. Ich habe hier noch einen alten Fujitsu Siemens Notebook im Schrank liegen und die alten Notebooks funktionieren noch wunderbar. Problem ist nur, dass viele Betriebssysteme mittlerweile keine 32-Bit-Version mehr anbieten. Wenn wir hier mal schauen, Ubuntu 18.4 LTS ist die letzte Version mit 32-Bit ISO und der LTS-Support endet hier Anfang 2023. Ich meine, es geht noch, man kann es noch verwenden, nur ab Ubuntu 19.04 gibt es keine 32-Bit-Version mehr. Und das ist ziemlich schade, da sich nämlich die alten Notebooks gar nicht mehr verwenden lassen dann. Ja, weil ein 64-Bit-System kann man auf so ein altes Notebook eben nicht mehr aufspielen. Und deswegen habe ich hier ein tolles Betriebssystem rausgesucht, welches auf jeden Fall noch eine 32-Bit-Version anbietet. Ein komplett unabhängiges Betriebssystem, not a fork, wie es auch selber sagt, und es ist ein Rolling Release, das heißt, es aktualisiert sich ständig immer weiter. Man braucht es also nicht mehr neu installieren. Und ja, das schauen wir uns heute mal an. Schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute installieren wir mal Void Linux. Void Linux ist ein sehr, sehr leichtes, schlankes Betriebssystem und durch seine verschiedenen Desktop-Umgebungen ist wirklich für jede Performance und für jedes Gerät genau das Richtige dabei. So. Meine virtuelle Maschine, heute schauen wir uns mal an, was ich hier Schönes eingerichtet habe. Wenn wir mal auf die CPUs gucken, ich habe an sich 12 CPU-Kerne verfügbar und ich vergebe in dieser virtuellen Maschine nur einen einzigen Kern. Und zusätzlich vergebe ich von meinen 16 GB RAM auch nur 512 GB an RAM. Einfach, dass wir mal so ein bisschen dieses nostalgische Verhalten dann auch sehen, wie sich dieses Betriebssystem denn so verhält, wenn die Ressourcen ja so recht knapp sind, wie es eben bei diesen alten Notebooks ebenfalls der Fall ist. So, CD ist drin. Los geht's. Ja, und nach ein paar Sekunden öffnet sich dann der Desktop. Hier in der virtuellen Maschine wird leider die Display-Auflösung nicht ganz erkannt. Deswegen werde ich das Ganze jetzt mal noch ganz fix einstellen, sodass wir hier auch alles vernünftig sehen. Jawohl, wollen wir beibehalten. Sehr schön. So, die ISO selber oder das Live-Image, wenn man das einlegt, kommt natürlich auf Englisch daher. Ich denke mal, das wird aber kein Problem sein. Die Desktop-Umgebung, die jetzt hier angezeigt wird, ist LXQT, also oder auch LXQt genannt, in der Version 0.16. Ich zeige aber gleich im Anschluss noch ein paar Alternativen, nämlich das altbewährte LXDE und den Enlightenment Desktop. Den habe ich auch mal ausprobiert und den schauen wir uns gleich an. So, als allererstes installieren wir uns mal das Betriebssystem und eine komplette Installationsanleitung befindet sich auch direkt auf der Webseite von Void Linux. Denn anders als bei anderen, ich mache hier mal ein bisschen größer, anders als bei anderen Betriebssystemumgebungen gibt es hier keinen grafischen Installer, weil es ist ja eben dafür gemacht, für Geräte, die nicht so ressourcenstark sind, und da macht sich ein grafischer Installer ziemlich schlecht. Aber wir müssen auch nicht komplett von Terminal installieren, sondern es ist so eine Mischung aus allem. So, schauen wir mal, und zwar sudo void installer ist das Kommando. Ach so, ich habe hier noch die englische Tastatur drin. Nicht so schlimm, halt. Ja, so ist richtig. Ja, und dann werden wir begrüßt mit diesem wunderschönen Bildschirm. Willkommen bei Void Linux Installation.
eine einfache und minimalistische Linux-Distribution mit einem eigenen Paketmanager, nämlich XBPS. So, okay. Und als allererstes stellen wir unser Keyboard ein. Ich habe ein deutsches Keyboard. Wir nehmen hier oben DE. So. Das Netzwerk, da ich hier in einer virtuellen Maschine bin, bin ich bereits mit dem Netzwerk verbunden. Möchten Sie DHCP verwenden? Jawohl, das nehmen wir auch. Und Internet funktioniert. Super. So, jetzt kommen wir zur Source. Da ich ja auch eine Desktop-Umgebung installieren möchte, nehme ich das ISO-Image. Das ist ganz wichtig. So, wir vergeben der Maschine einen Namen. Ich nenne es jetzt einfach mal Void-Typ. Natürlich immer noch englische Tastatur. So, Void-Typ. Okay. So, dann unsere Lokalisierung. Wir nehmen DE. Hier, DE UTF-8. Die Zeitzone, ich befinde mich in Europa, in der Nähe von Berlin. Und jetzt müssen wir ein Root-Passwort festlegen. Da nehmen wir ein sehr, sehr kompliziertes Passwort und wiederholen das Ganze nochmal. Und im nächsten Schritt können wir einen Benutzernamen festlegen. Hier nehme ich natürlich einen Typ und wir nennen den auch Typ. Ein super kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. Und jetzt können wir noch schauen, in welche Systemgruppen dieser Benutzertyp reinkommt. Okay, so. Und wie du sicherlich gerade schon mitgekriegt hast, ich brauche ja auch nicht irgendwie hin und her schalten, sondern der schaltet immer automatisch in das nächste Menüpunkt oder in den nächsten Menüpunkt. Ich brauche hier wirklich einfach nur Enter drücken und einfach immer weiter machen. So, der Bootloader. Wir benötigen jetzt ein Laufwerk, wo wir denn alles installieren. Und ich habe eine Festplatte drin, eine 20 GB Festplatte. Die nehmen wir auch. So, wollen wir ein grafisches Terminal? Ja, nehmen wir einen grafischen Bootloader. Ah, damit bedeutet das ja Grub installiert am Anfang mit diesem Menü, wo der dann auflistet, welches Betriebssystem ich starten möchte. Alles klar, das ist damit gemeint. Jetzt müssen wir das Laufwerk noch partitionieren. Und dazu nehmen wir CFDisk. So, ich wollte erst CFDisk benutzen, da gab es aber ein Problem, deswegen nutze ich jetzt hier FDisk zum Partitionieren der Festplatte. Mit M können wir uns die Hilfe anschauen, da wird uns dann angezeigt, was wir denn hier so alles machen können. Und das allererste, was ich mache, ich möchte eine neue DOS-Partitionstabelle, also MBA, erstellen. Also machen wir O. Okay. Und dann mit N machen wir neu. Wir machen P für Primary. Und ich nehme die erste Partition, den ersten Sektor, das ist richtig. Nein, wir nehmen einfach die komplette Festplatte, das ist völlig in Ordnung. So, create a new partition of Linux size 20 GB. Do you want to remove the swap signature? Ja, ich möchte auf jeden Fall die Swap-Signatur gelöscht haben. Eine Swap-Partition ist auf jeden Fall zu empfehlen. Aber hierfür brauchen wir es jetzt erstmal nicht. So, also, wir sind fertig. Genau, W. W heißt schreiben und beenden. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch den Mount Point festlegen und ich nehme hier ext4. Man kann hier verwenden, was man möchte, butterfs oder ext3. ext4 ist der Standard quasi. So, jetzt muss ich hier einen Mount Point festlegen und das ist root. Und möchte ich dieses Dateisystem festlegen? Jawohl, fertig. Und dann können wir jetzt mit der eigentlichen Installation starten. Und hier werde ich auch nochmal gewarnt, ob ich das auch wirklich möchte. Und ich sage einfach ja. Und ja, jetzt heißt es einfach abwarten. Die Installation läuft.
So, möchten Sie das System neu starten? Und ja, natürlich, dann machen wir das doch. Und hier haben wir auch schon Grub. Das ist das neue Grub quasi. Und ja, dann starten wir mal rein. So, Loading Linux Kernel. Hier sehen wir schon, der Linux Kernel ist die Version 5.10. Wenn ich mich nicht irre, sind wir aktuell sogar bei 5.13. Aber ich nehme mal an, das ist der Last Stable Kernel. Ja, das soll ja auch funktionieren. So, einmal Passwort eingeben und los geht's. Und schon sind wir drinnen. So, warten wir kurz. Jetzt. Und hier auch wieder die Auflösung schnell einstellen. Jetzt ist auch alles auf Deutsch. Ja, sieht man hier, es ist alles schön auf Deutsch eingestellt. Vorhin war es ja noch auf Englisch. Einmal anwenden, einmal ja und speichern. Ja, und schließen. So, falls ich es nochmal neu starte, dann bleibt das abgespeichert. Und da schauen wir uns gleich mal an, was wir hier so Schönes installiert haben. Einmal Bildschirmfoto und Bildschirmfotos kann man machen und eine Anwendung zum Bilder anschauen. Und als Standardbrowser ist der, oder als einziger Browser ist der Falcon Browser installiert oder schon vorinstalliert. Der Falcon Browser ist ein Chrome Fork, also ein Chromium Fork. Wir können ja mal schnell über Falcon. So, hier, ne? Anwendungsversion Qt Web Engine. Und das basiert hier, sieht man es auch, basiert auf der Chromium Engine. Ne? Chrome. Gut, so, dann das allererste, was man immer macht, bevor man so richtig loslegt, ist das System mal zu aktualisieren. Und da haben wir hier den Q-Terminal. Das, mit dem haben wir ja eben schon bearbeitet. Ich mache hier wieder mal ein bisschen größer. Größer, er sagt Steuerung plus plus, bin ich mal, ja, macht er nicht. So, ich installiere mir immer gerne htop, um die Performance ein bisschen einzusehen. Mit htop ist wie so eine Art Prozessmonitor, da kann man mal gucken, wie hoch ist die Prozessorauslastung, wie viel RAM-Speicher wird gerade verbraucht. Und oder auch welche Prozesse laufen gerade. HTOP ist hier nicht vorinstalliert, deswegen können wir das auch erstmal installieren mit sudo, dann xbps, das ist der Paketmanager, install und dann HTOP. Schauen wir mal. So, hier steht Paket HTOP wurde im Repository Pool nicht gefunden. Das liegt daran, dass wir das ganze System erstmal aktualisieren müssen oder zumindest die Repositories-Listen synchronisieren müssen. Und das geht ganz einfach mit sudo xbps install und dann Bindestrich, großes S, kleines U. So, jetzt wird das Repository synchronisiert mit der Online-Version. Und hier sagt er mir, xbps muss erstmal geupdatet werden. Und zwar mit diesem Befehl xbps install-u und dann xbps. Ja, dann machen wir das doch mal. Minus u und dann xbps. Und dann sagt er, jawohl. Und es ist auch schon fertig. Es ist wirklich super, super schnell. Ja. Und jetzt können wir nochmal die Repositionslisten synchronisieren. Hier findet er auch schon haufenweise Updates, nämlich 629 MB an Updates möchte der hier schon installieren. Ich scroll hier mal ganz kurz durch. Aber auf das Update verzichte ich jetzt erstmal. Also ich sage jetzt erstmal nein, sondern möchte HTOP installieren. So. Los geht's. Jetzt hat es nämlich auch gefunden. Jawohl. Und fertig. htop. Jetzt kann ich starten. Und so sieht der Prozessmonitor aus. Und hier kann man jetzt sehen, wie hoch denn die Auslastung ist. Ein CPU-Kern habe ich ja hier nur vergeben. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Und wenn du hier siehst, das sind also 7,8, 6, also bis 10% Kern. Nutzung
wir benutzen ja jetzt tatsächlich auch hier gar nicht so wirklich viel. Ist ja jetzt im Ruhemodus, also völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt den Falcon-Browser oder einen Browser starte, dann wird es natürlich deutlich mehr. Und auch der RAM-Speicher ist mit 182 MB, also wirklich sehr, sehr, sehr sparsam. Ja. Aber das Wichtigste, wenn man ein neues Betriebssystem installieren hat, ist ja für die meisten, dass man auch das Aussehen mal ein bisschen verändern kann. Und der LXQt Desktop ist wirklich sehr, sehr, sehr schön auch zum Verändern. Dazu gehen wir einfach mal in das Konfigurationszentrum. Unglücklicherweise sind hier auch kaum Symbole installiert, was ein bisschen schade ist. Und hier gibt es Erscheinungsbild. Und dann haben wir hier das Symbolthema. Ja, wir nehmen jetzt hier einfach Breeze. Ah ja, okay, jetzt hat er. Was haben wir hier noch? Advaita. Das ist das. Ah ja, Advaita, das ist der Klassiker. Das ist das, was man von Ubuntu zum Beispiel auch kennt, von Ubuntu, von GNOME. So, und jetzt nehme ich hier die Breeze-Icons. Jetzt hat er die Icons auch erkannt. Sehr schön. Oh ja. Hier, jetzt hat er im Hintergrund die Icons. So, das LXQt-Thema oder das Theme, da gibt es schon einige voreingestellt. Standard ist Frost und wir gucken mal, da gibt es zum Beispiel Ambience. So, jetzt hat sich hier unten schon Ambience, hier unten schon die Leiste, die Taskleiste geändert. Sehr schön. Das Hintergrundbild sollte sich auch ändern, automatisch. Ah ja, jetzt. Ne, jetzt hat er hier ein schönes Hintergrundbild. Ups. So. Und was haben wir noch? Clearlooks. Schauen wir mal. Das mit dem Bildschirmhintergrund, das braucht halt immer eine Weile. Es kann auch manchmal sein, dass er das nicht mitändert. Dann kann man das hier zum Beispiel KDE Plasma, hier hat das sofort mitgeändert. Ja, das ist dann ungefähr so, wie KDE Plasma aussieht. Ja, wer also diesen Style sehr schön findet. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr schön. KDE Plasma, ich nutze es ja auch selber. So, und hier haben wir nochmal Leech. Leech ist so ähnlich wie der Dark Mode oder das war, glaube ich, das, was gerade so voreingestellt war. Und ja, dann gibt es noch System, das ist der Klassiker-System, das ist quasi so die Ursprungsversion von LXQt. Ja, das sieht auch schön aus. Und was haben wir noch installiert? Der Dateimanager ist dieser hier, das nennt sich PCMan FM. Ein leichtgewichtiger Dateimanager, den man auch bei KDE findet. Ich habe mal auch die KDE Desktop-Symbole, sehr, sehr schön. Und was haben wir sonst noch Schönes vorinstalliert? Ja, den Terminal herabhängt, bedeutet nur, dass er von hier oben nach herunter kommt. Ja, und das war es im Prinzip schon. Mehr Anwendungen sind nicht vorinstalliert. Finde ich sehr gut, wenn nicht so viel vorinstalliert ist. Denn gerade auf diesen alten Systemen, wo nicht so viel Speicher ist, ist es immer sehr blöd, will ich mal sagen, wenn man ein Betriebssystem installiert und das schon vollgepackt mit haufenweise Zeug ist und das Ganze dann extrem aufgebläht ist. Und ja, man kann dann im Internet einfach auf der Void-Seite dann schauen. Ich gehe jetzt mal zurück auf meinen richtigen Rechner. So, da sind wir ein kleines bisschen schneller. Und dann kann man hier die Packages auch direkt suchen, was denn hier verfügbar ist. Da gebe ich dann zum Beispiel hier i686 ein. Das ist die 32-Bit-Version. Und dann kann ich zum Beispiel mal schauen, ob Stacer schon vorinstalliert ist. Hier sagt er jetzt nein, Stacer gibt es für i86 nicht. Wie wäre es mit LibreOffice, wenn ich ein Office-Paket brauche? Ja, und dann zeigt er hier schon an, was wir hier alles so verfügbar haben. LibreOffice 7.1 ist auf jeden Fall verfügbar in dem Master Branch sozusagen und kann mir dann LibreOffice entsprechend installieren. Und zwar bin ich hier wieder drin, machen wir nochmal Vollbild. Einfach Terminal öffnen. Also es ist sehr Terminal-lastig, klar. Also hier gibt es keinen Datei-Manager oder keinen Download-Manager oder sowas. Oder einen App-Store. Ja. Und die wichtigsten Befehle kann man sich ja einfach aufschreiben. Sudo und dann bxpps install und dann zum Beispiel LibreOffice
Enter. Passwort noch. So, und er fragt mich jetzt, ob ich eben LibreOffice das komplette Paket installieren möchte. Sind 320 Megabyte, die er herunterlädt und dafür und dann das Ganze auf 1 Gigabyte ungefähr Festplatte verbraucht nachher. Ja, möchte ich jetzt nicht. Lass mal einfach. Dann nochmal zurück, dann auf mein, so, hier, ne? Und da kann man dann hier schauen. Dann gibt es eine wirklich wunderbare Dokumentation. Hier kann man dann sich alle, die komplette Installationsanleitung nochmal anschauen. Gut, schauen wir uns mal noch ein paar andere Desktop-Umgebungen an. Hier im Download-Bereich sieht man schon, ist klar, 64-Bit-Version. Ich hatte hier i686 und da gibt es zum einen den Cinnamon Desktop. Den haben wir beim letzten Mal bei Linux Mint schon kennengelernt. Das ist der Cinnamon Desktop. Dann gibt es den Enlightenment Desktop und LXDE. Und schauen wir uns mal LXDE an. Zack. So, hier habe ich LXDE, eine Maschine, schon mal vorbereitet. Da habe ich einen Snapshot auch gemacht. Und dann einmal starten. So, jetzt bin ich hier schon, ist schon alles quasi hochgefahren und schon vorbereitet quasi. Ja, also auch hier unglaublich sparsam. Der LXDE-Desktop ist ja der etwas ältere. Ich mache hier mal runter, hier sieht man noch das alte Logo. Das ist ja der Vorgänger vom LXQT, also LX Lightweight XL11 Desktop Environment. Allerdings ist dieses LXDE wirklich extrem gut geeignet für sehr, sehr, sehr alte Rechner aus den Ende der 90er Jahre oder sogar auch Anfang der 2000er. Ja, und man sieht hier auch, 113 MB RAM wird jetzt hier nur in diesem Ruhemodus quasi verwendet. Also es soll ja noch ein bisschen weniger als LXQt. Ja, und die CPU ist jetzt im Idle-Modus, also im Ruhemodus ebenfalls bei knapp 10%, unter 10%. Ja, hier sieht man es auch nochmal. Dann habe ich noch den Enlightenment Desktop mal mir angeschaut. So, wir können das jetzt hier einfach mal ausschalten, erzwingen. Ja. So, einmal zumachen und dann nehmen wir hier den Enlightenment. Auch hier habe ich mir schon einen Snapshot gemacht, dass das jetzt hier mit dem Hochfahren nicht so lange dauert. So, jawohl, einmal angucken. So, und hier, das ist, finde ich ziemlich interessant, weil der Enlightenment Desktop hat wirklich so was Steampunk-mäßiges, so Retro mit Glow, die Maus glüht so ein bisschen und wenn ich irgendwo drücke, dann leuchtet die so auf. Also das ist so richtig 90er Jahre Vibe, so ein bisschen, finde ich wirklich, wirklich toll. Ja, für den nostalgischen Touch. Sehr, sehr schön geeignet. Ja, Void Linux. Auf jeden Fall jetzt runterladen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.